Mit sehr großer Sorge beobachte ich die derzeitige Situation in Tibet. Die furchtbaren Bilder der Selbstverbrennungen von jungen Mönchen und Nonnen macht uns alle doch sehr betroffen. Und es ist dringend nötig, dass diese Vorgänge aufgeklärt werden. Ich fordere die chinesische Führung auf, hier jetzt auch wirklich tätig zu werden. Es ist große Eile geboten, nicht dass noch andere Menschen hier zu Schaden kommen. Die Situation der Tibeter vor Ort ist schwierig. Und es ist wichtig, dass gerade die Menschen eine Zukunftsperspektive haben und dass sie nicht ihre aussichtslose Lage sehen und ihre Zukunft im Freitod sehen. Das ist nicht, was auch eine politische Führung möchte. Am liebsten wäre mir natürlich eine internationale Gruppe, die diese Situation vor Ort analysiert, die auch nachforscht, wie es zu diesen Selbstverbrennungen kommt. Und was politisch notwendig ist, dass diese in Zukunft unterlassen bleiben können. Es ist also dringend Handlungsbedarf gefragt. Ich freue mich, dass der neu gewählte Ministerpräsident Lobsang Sangay in den kommenden Wochen nach Berlin kommt und ich auch selber die Gelegenheit haben werde, mit ihm über die Situation vor Ort zu sprechen. Es ist wichtig, dass die chinesische Führung mit der tibetischen Führung in Gespräche eintritt, mit dem Ziel, eine baldige und gute Lösung für das tibetische Volk zu finden. Das ist ganz entscheidend und ich glaube auch, dass das auch ganz im Interesse auch der chinesischen Führung sein muss.